Die Deutschen sind eine echte Campingnation. Mehr als 2000 Urlauber zieht es über Pfingsten auf den Campingpark Kühlungsborn. Der ausgebuchte Platz bedeutet vor allem jede Menge Arbeit. Martin checkt für uns, was diesen Platz so besonders macht. Ich hätte nie gedacht, dass der beliebteste Campingplatz Europas hier an der Ostsee in Kühlungsborn ist. Da fahre ich jetzt hin und finde raus, was das eigentlich heißt. Beliebtester Campingplatz, da muss ja irgendwas Besonderes dabei sein. Irgendwas über das Normale hinaus. Mal gucken. Platzbetreiber Gunnar Lange nimmt Martin persönlich in Empfang. Hallo! Wir sind das Galileo-Kamerateam. Ich kenne ihn irgendwie. Ja, ja, ich kenne sie auch ab jetzt gleich. Muss ja Martin sein, ne? Ja, hi. Okay, vom Chef eine Einweisung, wo ich parken soll. Zum vierten Mal in Folge wurde der Platz zum beliebtesten Campingplatz Europas gewählt. Aber was macht hier den Unterschied? Das erreichen wir nur, weil wir ein richtig geiles Team hier hinter uns haben am Ende. Und für uns ist das so eine ganz besondere Auszeichnung, weil es eine reine Gästebewertung ist. Und darauf bist du natürlich besonders stolz dann, ne? Und was macht das mit dir und deinem Team? Habt ihr das gefeiert? Seid ihr da natürlich stolz drauf? Natürlich haben wir das gefeiert, weil der Gast, der macht ja hier Urlaub schön bei uns. Ja. Und da ist es einfach so, dass er das ja auch am besten bewerten kann, denke ich mal. Von über 23.000 Campingplätzen schneidet die Anlage am besten ab. Bewertet wurden verschiedene Kategorien, die Martin sich in den nächsten 2 Tagen genauer anschauen wird. Los geht es mit einer Tour im Eckhardt. Jetzt sag mal ganz kurz, wie groß ist denn der Campingplatz? 12 Hektar. 12 Hektar, das sind wie viele Fußballfelder? 17 Fußballfelder, darauf 700 Stellplätze für Urlauber und Platz für 100 Dauercamper. Für das Pfingstwochenende werden 2000 Besucher erwartet. Damit für den großen Ansturm alles perfekt ist, gibt es noch einiges zu tun. Was ist denn meine Aufgabe heute? Ja, ich habe mir gedacht, vorne sollte mal alles neu angepflanzt werden. Das könnte deine erste Aufgabe für heute sein. Das Gärtnern ist ja ein wichtiger Teil hier bei euch, weil das ist ja alles ziemlich schick und akkurat. Ja, ne? Du siehst ja, das sind die ganzen Hecken. Wir haben hier auf dem Campingplatz ca. 12 Kilometer Hecke haben wir, wo die kleinen Plätze alle mit eingefasst sind, so, damit jeder so ein bisschen seinen Privatbereich hat, ne? Strategie Nummer 1, der erste Eindruck muss stimmen. Deshalb werden zunächst die Pflanzen an der Rezeption erneuert. Tja, Jungs. Was machen wir? Heute kriegt ihr mal ein bisschen Verstärkung. Das schmeißt du dir einfach rüber. Okay, sehr viel Spaß hier. Bis dann. Ne? Das 6-köpfige Gartenteam sorgt hier für Ordnung und Sauberkeit. Sie pflanzen, mähen Rasen, entfernen Unkraut und halten Hecken sowie Wege sauber. Für die Urlauber scheint das wichtig zu sein. Sagen dann manchmal auch die Gäste was zu eurer Bepflanzung? Und ja, wir kriegen auch viel Anerkennung, dass das sauber ist, dass die Plätze sauber sind, dass die Hecken regelmäßig geschnitten sind. Das kennen sie von vielen Plätzen gar nicht. Das ist den Deutschen, glaube ich, wichtig, dass ihre Hecke gerade geschnitten ist wahrscheinlich, ne? Ist nicht nur so ein Vorurteil, ne? Nein, das ist kein Vorurteil. Stimmt, ne? Das muss schon schön aussehen. Apropos schön aussehen. Ums Heckeschneiden kommt Martin nicht herum. V-Schnitt. Was ist ein V-Schnitt jetzt, sag mal? Wir hätten eigentlich das vorher von dir demonstrieren lassen sollen, aber du bist ja schon völlig eingepackt mit dem Ding. Aber doch schon ein bisschen reiner als Material, ne? Das wollte ich ja schon immer mal machen. Aber nicht zu schnell werden, ne? Stören wir sie gerade sehr? Ne? Wird gleich schön ordentlich hier bei Ihnen. Ja, bleibt ja? Bei uns. Sehr schön. Also bei einer Hecke okay, aber bei 12 Kilometer Hecke, das geht jetzt schon in die Arme. Oh. Wie viele Hecken machst du am Tag, wenn ihr das jetzt macht? 400 Meter, das kommt wohl zusammen. 400 Meter Hecke? Ich habe jetzt 5 Meter Hecke. 5 Meter Hecke reicht mir auch. Hier würde ich noch mal lang. Ja, das ist ein bisschen schief, ne? Hat er recht. Das Gartenteam kümmert sich um die letzten Verschönerungen. Am Eingang steht der Platzdienst schon in den Startlöchern für den großen Pfingstansturm. Martin. Grüß dich, Danny. Na, was müssen wir jetzt machen? Also, wir bringen jetzt die Gäste zum Platz. Warum dieser Extra-Service? Da können wir doch selber hinfahren. Nee, stell dir vor, 2 fahren so lang, dann kommt der andere dann entgegen, weil der nicht weiß, wo der Platz ist. Und dann haben wir ein Kuddelmuddel. Willst du auch selber fahren? Ich will die ganze Zeit schon fahren mit den Dingern. Darf ich? Natürlich. Okay. Oh mein Gott, ich hab Angst. Oh, der hat richtig Dampf. Ja, der hat richtig Dampf. Der geht richtig was. Die erste Runde musst du mir helfen. Okay, ich helfe dir. Das ist der Plan? Das ist der Plan. Das ist ja wie so ein Bingo-Zettel.
Komm, wir fragen den, wo er hin muss. Hi. Moin. Wo müssen Sie denn hin? Homo 5, ist das, ne? Komm, den ersten musst du machen, sonst warten die jetzt so lange. Okay, alles klar. Und jetzt merkst du auch, dass wir uns beeilen müssen, denn da, guck mal, ist aus dem Nichts eine ganze Schlange. Grob diese Richtung. Homo 5, grob diese Richtung. Si, senor. Gut. Auf geht's. Eine Animation. Nicht so schnell, sonst fährst du die Kinder um. Achso. Vor allem guck ich gleich nach vorne. Da ist der Platz 5. Oben Trinkwasser, unten Grauwasser, hinten Strom, führt man uns durch. Und richtiges Kabelfernsehen habt ihr auch da drin. Sauber. Genau. Vorwärts rein Morgensonne, rückwärts rein Abendsonne. Der Strand ist da hinten. Genau. Grob diese Richtung ist die Pfütze, nennt sie Ostsee. Die Ostsee ist das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Heimvorteil für den Campingplatz mit 5 direkten Strandzugängen und dem Zentrum von Kühlungsborn in direkter Nähe punktet er bei den Touristen. 250 Anreisen stehen heute auf dem Zettel. Ich liebe das, wenn jetzt so Anreise ist. Also ein bisschen Stress. Ich mag halt auch wirklich das Arbeiten am Gast. Also wirklich, ja, du hast das merke ich dir übrigens an. So viele verschiedene Leute, ja, die auch manchmal wirklich zu Freunden werden. Das ist schon echt cool. Und wenn die schon mal hier waren, kommen die meist immer wieder. Auch Familie Wollmann aus Brandenburg kommt bereits seit 5 Jahren hierher. Wenn man das mit einem anderen Campingplatz vergleicht, ist das doll anders? Oder was? Also du merkst schon den Unterschied, dass hier noch auf die Gäste Rücksicht und was ihr macht, geboten wird. Die Anlagen sind super, gleich das Wasser hier. Also wirklich, Animation ist hier. Also unser Kind blüht hier richtig auf. Also die ist immer happy, wenn sie hier ist. Dann viel Spaß. Schöne Pfingsten. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt da reinkommt, das müsst ihr wissen, aber das könnt ihr besser. Je nach Kategorie sind die Parzellen zwischen 80 und 150 Quadratmeter groß. Langsam füllt sich der Platz und die Anreisespur wird leerer. Vom Praktikanten wird Martin jetzt zum Campinggast. Von seinen Nachbarn will er erfahren, warum sie immer wieder hierher kommen. Frank und Andrea sind seit 14 Jahren Stammgäste. Im Laufe der Jahre hat sich die Anlage vom einfachen Stellplatz zum 5-Sterne-Camping entwickelt. Aber ist das dann luxuriöser geworden in den letzten Jahren? Was hat sich da verändert? Ist besser geworden. Der Service ist besser geworden. Aber was natürlich schlechter geworden ist, jetzt kommen jetzt alle her. Ne? Wer freie Platzwahl haben möchte, muss bis zu 2 Jahre im Voraus buchen. Immer wieder zieht es neue Familien her. Wir waren letztes Jahr schon mal hier. Ja. Und für die Kinder ist es nett, abwechslungsreich. Die haben hier Spaß und toben hier ganz gut rum. Ne? Jedes Jahr wird der Campingplatz erweitert. Auf dem neu gebauten Spielplatz ist voller Betrieb. Es gibt einen eigenen Wellness- und Spa-Bereich, ein Fitnessstudio und 2 Restaurants. Es scheint aber eine ganz andere Sache zu sein, die den Gästen wirklich am Herzen liegt. Sanitären Anlagen, top. Schon alleine die Waschhäuser. Viele abwechslungsreiche Bäder. Sanitärhäuser sind hervorragend. Alle sagen immer Sanitärhäuser. Warum? Was ist da? Ist wichtig. Ist ganz wichtig. Weil die Toilette ist kein Tatort. Er ist mitverantwortlich für den guten Ruf der Waschhäuser. Mitarbeiter Carol. Carol, hi. Was machen wir jetzt noch so spät? Du, wir fahren jetzt mal so eine Nachtschichtrunde einmal ab. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich hier in diese sagenumwogenen Waschhäuser reinkomme. 3 bis 4 Mal pro Nacht wird jedes der 4 Waschhäuser kontrolliert. Ja, dann duschen wir hier immer noch mal so rein. Guck mal, wie sauber das hier ist. Doch der Luxus hat seinen Preis. Eine Übernachtung für 2 Personen ist hier doppelt so teuer wie der deutsche Durchschnitt. Die fahren hier alle schon dicke Camper und große Wohnmobile. Die haben alle ein bisschen Geld auch. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ein oder andere Budget haben sie. Wir nennen es auch manchmal Glamping. Ab 22 Uhr gilt Nachtruhe. Carol und Martin gehen auf Streife. Gibt es hier etwa Krawall nachts oder wie? Ihr müsst aufpassen. Ja, ab und zu wird es mal ein bisschen laut. In der Regel ist das nicht viel. Heute Nacht bleibt es aber ruhig. Ich bin ja schon den ganzen Tag hier. Und ich war noch nicht einmal am Strand. Was ist hier eigentlich los? Tja. Carols Schicht geht noch bis 4 Uhr am nächsten Morgen. Für Martin ist jetzt aber erstmal Feierabend. Am nächsten Morgen wird er von Animateur, ebenfalls Martin, überrascht. Wir haben heute Yoga heute Morgen. Ja. Und ich würde dich gerne einladen, wenn du Lust hast. Bin ich dabei, na klar. Dann würden wir einmal einpacken und dann. Ja, komm, hilfst mir kurz. Für den Animateur ist es das 6. Jahr auf dem Campingplatz. Er kümmert sich um Sportangebote, Kinderanimation und das Abendprogramm. Für den Hamburger genau das Richtige.
Und wir sind dafür da, um positive Energie zu geben. Und das mache ich gerne, ne? Dem allen lächeln. Und ich liebe es auch, in der Show auf einer Bühne zu stehen und dann da den Kasper zu machen. Das ist auch cool. Ein Team aus 60 Angestellten kümmert sich um die Besucher. Für die Bewertungen der Gäste sind die besonders wichtig. Beim Mittagessen zieht Martin ein Fazit. Dass die Mitarbeiter zu uns nett sind, ist ja klar, ne? Aber jeden von den Gästen, die ich hier frage, die sagen mir das auch, dass der Service hier so gut ist, dass die alle so nett sind. Und ich muss sagen, das kann ich nur bestätigen. Und irgendwie überträgt sich diese gute Stimmung hier auf mich. Zwei Tage auf dem beliebtesten Campingplatz Europas. Unser Fazit: Es ist kein einzigartiges Angebot, das diesen Platz so beliebt macht. Was die Menschen hierher zieht, sind die Lage, die Ordnung und das Team.